Ja, und damit wären wir bei dem Schauspieler Pascal Riedel, der in Das Vermächtnis mitgespielt hat. Und ich lese erstmal meinen Kommentar, weil der wird ja garantiert sofort gelöscht. Also, die Ära Kosteumann ist schon sehr bald zu Ende. Es geht nicht, dass sich eine Generalintendantin so aufführt, 45 Leute rausschmeißt und danach ihren Ehemann als Moderator einstellt. Einem Missbrauchsopfer ihres Freundes Günther Behlitz die Idee zu Kinderhaus klaut und Kinderhäuser draus stricken lässt. Nur, weil ich, Mark Bellinghaus, Rache an einem MeToo-Straftäter übte und dieser aus seinem letzten Job in Österreich im Hotel Ronacher geflogen ist. Was seid ihr nur für hasserfüllte Wesen? Euer Schauspieldirektor Remzi Al-Khaleesi beleidigte mich in eurem Haus als schwuler Hitlerjude. Und ihr macht da alle mit? Nein, 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 das kann, das darf, das wird niemals klappen. Was ihr mit einem Missbrauchsopfer getan habt, ist unverzeihlich. Das müsst ihr alle selber mal verantworten. Vor Gott. Amen. So, das ist der Schauspieler Pascal Riedel. Der hat sich ein paar Mal schon lustig über mich gemacht, weil ich draußen vor dem Theater stand und meine Petitionen gegen seine Chefin ausgeteilt habe. Mit freundlichem Lachen und Lächeln. Und die Leute, liebe Leute, die Besucher, das Theaterpublikum ist nicht blöd. Das ist nicht blöd. Die Leute haben mir gesagt, die Frau spielt das Haus leer, sie haben sofort ihr Abo gekündigt und, und. Ich habe so viel erfahren. Und Pascal Riedel, ich fordere dich hiermit auf. Ja? Da ist er auf der Schaukel. Ich fordere dich hiermit und alle anderen Schauspieler hier auf, diesen 11. April zu boykottieren und zu sagen, was wir hier machen, ist absolute Scheiße. Wir tun einem Missbrauchsopfer, der vertraut hat, der dieser Frau vertraut hat. Wir tun dem richtig weh. Denn ihr wisst ganz genau, woher der Martin Schmitz kam. Der war nämlich auf meinem Blog. Der war in unserer ersten Veranstaltung. Für den Kerl habe ich auch noch Werbung gemacht auf meinem Blog für sein Buch, ja. Und der fällt mir so in den Rücken, hockt da und macht sein Ding. Wie kann man nur so viel hassen? Wie kann man sich geschlossen in so einem Projekt beteiligen, wo es ganz offensichtlich ist, dass ich der Urheber dieses Theaterprojekts war und immer noch bin, ja. Das ist ganz große Kacke. Und ich sage euch nochmals, macht diese Kacke nicht mit. Frau Kosteumann wird so oder so abberufen. Die wird vorzeitig aus ihrem Vertrag entlassen und dann seid ihr die Bekloppten. Dann seid ihr diejenigen, die alles getan haben. Alles nur, um zu hassen. Ja? Und da war ich auch schon beim Ministerium. Und es geht nicht, dass Zartbitter so einen Scheißbeschiss da unterstützt, wo die mich ganz genau kennen. Ich habe dieses Stück 2020 angeboten. Ich, Mark Bellinghaus, bin auf die Straße. Ich habe die Leute hier informiert. Wir sind durch die Stadt. Und dann kommt so eine Frau, klaut mir die Idee. Es ist einfach unfassbar. Macht ihr das echt? Macht euch das Spaß? Gibt das irgendwie so einen besonderen Thrill und Kick? Ja? Ich habe ja schon Frau Kosteumann überführt des Nepotismus, der Vetternwirtschaft. Und allein deswegen, ja? Dass sie mit meinem MeToo-Straftäter zusammen macht, Rache übt, weil ich in Österreich angerufen habe und habe denen gesagt, was für ein Mistkerl der Kerl ist, was er mit uns gemacht hat, nicht nur mit mir, mit anderen jungen Schauspielern ebenso. Und Herr Martin Schmitz, Sie sind wirklich eine Nummer für sich. So ein Ausverkauf und das unter Missbrauchsopfern. Dieser Ehrenkodex unter Missbrauchsopfern, Sie scheißen gerade drauf. Und Ihr Matthias Katsch ebenso. Das kann und das wird auch nicht funktionieren. Ja, alles klar. Ich bin einfach, jetzt bin ich wirklich sprachlos.